Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Heute das Unboxing der Limited Fanbox von Pilats neuem Album Onkel der Nation. Ich hoffe, es schallt nicht zu sehr in diesem Zimmer. Heute mal im Wohnzimmer auf dem Boden. Sieht eigentlich ganz geil aus, oder? Diese Box kostet 34,99 € und sollte eigentlich gestern zum Release eintreffen, aber da hat sich Hermes mal wieder verspätet und es kommt erst heute. Naja, was soll's. Hier haben wir die Box. Wer Pilat nicht kennt, sollte das ändern. Hab mir jetzt mal eigentlich nur für dieses Video und das Interesse mal ein paar Songs reingezogen. Der gute Mann erinnerte mich vom Aussehen her etwas an Coco Savage, aber die Mucke geht wirklich los. Wenn man sich da das ein oder andere Lied mal angehört hat und die Stimme mag, dann ist das wirklich ein guter Rapper. Link zum Messer in der Beschreibung, Link zur Box und zum Album als MP3 auch. Kauft das legal und nicht illegal. Ich weiß, man kann nichts illegal kaufen, aber ladet es nicht illegal runter. Nun, Limited Deluxe Edition. 3 CDs, T-Shirt, Größe L, Sturmfeuerzeug, Poster, Autogrammkarte, Sticker, inklusive 5 exklusiven Bonus-Songs und allen Instrumental-Versionen. Das sieht doch ganz gut aus für 35 €. Schauen wir mal. Erstmal weg mit der Folie. So. Immer wieder geil. Nun, die Box ist gehalten in Weiß als Hauptfarbe. Dann noch rote Elemente, Pilat, Onkel der Nation, Shoutout an den Onkel, Limited Fanbox auf diesem roten Band, oben, unten, Seite, nix und hinten, wie gesagt, die Inhalte, Delta Music und, was steht hier, Bazooka in Russisch, okay, Pilat, Onkel der Nation nochmal. Die Pappbox besteht aus einem Teil, das man so klassisch hier aufklappen kann, okay. Da haben wir einen Super Jewel Case in Folie. Geil. Das nenne ich edel. CD in Papphülle, CD in Papphülle, Sticker. Oh, mal wieder was von Fruit of the Loom. Hatten wir lange nicht. T-Shirt. Autogrammkarte. Das Stuamp-Feuerzeug. Da bin ich ja mal gespannt. Und das Poster. Okay, die Box ist erstmal schön voll mit zahlreichen verschiedenen Inhalten, das gefällt mir. Was fangen wir denn da an? Da haben wir ja wirklich einiges. Erstmal das Zeug, was man einfach erklären kann. Hier haben wir einen ganz normalen Sticker. Leider nur einen. Wäre auch cool, wenn der zweimal drin wäre. Pilat, Onkel der Nation mit so einem Mittelfingerchen. Nice. Dann die Autogrammkarte, die man ja sehen kann hier. Er raucht, Rauchen ist schlecht, aber was soll's, das Autogramm ist natürlich echt, oder? Es ist echt, welch Wunder. Auf der Rückseite noch ein bisschen Werbung, aber wer diese Karte besitzt, der hat das Album doch schon. Warum macht man denn hier Werbung für das Album? Sowas verstehe ich immer nicht. Ach, was soll's. So, dann haben wir hier die Instrumentals. Das ist dasselbe Bild. 14 Instrumentals. Ah, geht oben auf. Interessant. Blaue CD. Cool. Und die Bonus-EP mit den 5 angesprochenen. Nee, mit den. Das ist sogar 10 Songs. Was ist das? 10 Songs. Ach nee, 5 Songs mit Instrumentals. Okay, ich verstehe. Ich bin immer so blöd. Aber was soll es? Das ist auf jeden Fall auch. Schön, das gibt es natürlich nur in dieser Box. Ein durchaus breiter Mann mit Königskette. Und die CD ist in schwarz gehalten. Nochmal nice. Dann haben wir das Poster. Okay, das ist auf jeden Fall sehr schön. Der Druck hat kaum gelitten unter den Faltungen. Sieht man hier. Ich zeige es nochmal in die Kamera. Darüber rege ich mich nämlich fast in jedem Video auf. Aber hier sieht man wirklich, die Qualität ist hier um einiges besser. Ihr seht es wirklich, es hat nicht so gelitten. Weil ihr immer sagt, das ist bei jedem Poster oder so. Nein, ist es nicht. Wenn man das teurer produzieren lässt, wie dieser gute Mann hier, sieht das dann nicht so scheiße aus. Das sieht geil aus. Kann man nicht meckern. Qualität ist auch super, denn man ist wirklich sehr gut im Fokus und hochwertiger Druck. Gefällt mir. Nö, ja, für die Rückseite kann man genau dasselbe sagen. Was mir hier noch zusätzlich gefällt, ist die Größe und die Einfachheit. Das sind im Prinzip einfach nur Fotos.
Und das finde ich gut. Ja, gefällt mir das Poster. Sehr gut. Und was haben wir noch? T-Shirt, und das kommt gleich erstmal. Gönnen wir uns noch die Platte. Ich verstehe immer nicht, warum manche in Folie sind und manche ohne Folie. Ich weiß es nicht. Würde mich aber wirklich mal interessieren. So. Jetzt haben wir das gute Stück mit anderem Cover der CD. Hier wurden einige verschiedene Motive aufgenommen. Pilat, Onkel der Nation. Und der steht nochmal richtig schön in Szene gesetzt hier da. Das gefällt mir. So, die Tracks. Ach, geil. Hier haben sie die Features nochmal richtig schön für mich hervorgehoben. Da mache ich keine Fehler mehr. PS Boards, Naga, Sido, R.E. und Manuelsen. Ja, 5 Features auf einer CD, das geht schon noch. Da haben wir 14 Tracks. Das gefällt mir. Der Mann liefert ab. Ja, haben wir es rausbekommen. Und in diesem Case hier ist nur eine CD, und zwar das Hauptalbum. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. So, was haben wir denn hier Feines im Booklet? Das bin ich. So, die Tracks mit Produzenten und so. Und dann noch ein paar passende Bilder. Warum trägt dieser Mann keine Mütze? Das ist doch arschkalt. Naja. Credits und Social Media. Oh, schönes Booklet, was man hier auf jeden Fall in der Box merkt. Ich weiß nicht, ob ihr es durch die Kamera kennt, aber solltet ihr eigentlich. Die Qualität der Drucke und der Inhalte ist wirklich sehr, sehr hochwertig. Das gefällt mir wirklich. Hat man nicht immer. Und jetzt kommt das Shirt. Schaut mal auf Instagram bei mir vorbei. Max_Herzberg. Da lade ich jetzt gleich nochmal ein Foto mit dem T-Shirt hoch. Wie ich es trage, ist eine Größe L. Von Fruit of the Loom, wie gesagt. Der Rundhalsausschnitt, wartet mal, ist ein bisschen eng. Sieht jedenfalls so aus. Also das ist wirklich ziemlich billig, das T-Shirt. Sehr dünner Stoff, ist halt Fruit of the Loom. Da kann man durchsehen wie nix. Ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Da gab es schon auf jeden Fall Hochwertigeres in letzter Zeit in den Boxen. Der Druck ist aber cool. Und für den Sommer reicht das am Ende auch aus. Aber es ist halt auf jeden Fall billig. Könnt ihr sehen, das ist dasselbe Motiv wie auf dem Sticker. So. Ja. Und dann haben wir das Feuerzeug. Das halte ich jetzt mal fürs Highlight hier. Bin ich schon mal gespannt. Feuerzeug ist ja jetzt nicht Neues in dem Sinne. SpongeBob hatte eins. Alexei hatte eins. Stand da nicht Sturmfeuerzeug? Sturmfeuerzeug ist für mich so eins mit so einer Jetflamme, was so Gas rausschießt. Das ist für mich ein Benzinfeuerzeug. Aber, naja, wie man es nimmt. Zorr steht hier. Für Sippo hat es offensichtlich nicht gereicht. Naja. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Hier steht ja nicht mal was von Pilat drauf. Das ist einfach nur ein billiges, mieses Benzinfeuerzeug ohne Aufdruck. Also warum? Das ist völlig unpersönlich, das hat keinen Wert, das ist weder hochwertig, noch ist das was Besonderes. Man erkennt nicht mal mit einer ganzen Menge Willen, dass das von Pilat ist oder aus dieser Box ist. Das finde ich jetzt persönlich lieblos reingeschmissen. Weiß ich nicht. Also das ist jetzt nie so cool. Oder seht ihr das anders? Selbst wenn ihr jetzt wirklich was damit anfangen könnt, das ist halt wirklich nur ein billiges Ding, das kostet 50 Cent, wenn überhaupt. Und naja, finde ich jetzt nicht so berauschend, da hätte man auf jeden Fall mehr rausholen können. Also jeder andere, der sowas in die Deluxe-Box geschmissen hat, hat es wenigstens individuell bedruckt. Das ist echt nix. Naja, das war die Box. Also bis auf das T-Shirt und das Feuerzeug, was eigentlich die Hauptinhalte sind, ist die Box wirklich gut. Also die CD ist gut. Hochwertig gemacht, Poster ist geil, das ganze Zeug. 35 Euro gehen auch klar.
Und naja, also für 35 Euro, normalerweise kosten ja die meisten dieser Boxen immer 40 oder vielleicht sogar mehr. Kann ich nie wirklich sagen, dass die Box schlechter ist als die von anderen, obwohl mich das T-Shirt und das Feuerzeug, also vor allem das Feuerzeug, wirklich enttäuschen. Naja, dann geht es ja noch um die Musik, aber hier geht es um die Box. Wer nur die Musik haben will, kauft sich das Album oder lädt sich halt das Album runter. Ja, ist jetzt Geschmackssache. Also ich würde die Box weder als gut noch als schlecht bezeichnen. Ist halt wirklich zu 100% Geschmackssache, meine Meinung. Habt ihr gehört? Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Album und wer sich die Box gekauft hat, ist hoffentlich auch zufrieden. Viel Spaß mit beidem. Links in der Beschreibung. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Euer Max Herzberg.